Naturalraum kommt nun etwas, was auf den ersten Blick vielleicht sogar sehr ähnlich aussieht und auch mindestens genauso wichtig ist wie der Dualraum, und zwar Bilinearformen. Was ist das? Bilinearformen sind gewissermaßen so etwas Ähnliches wie ein Skalarprodukt. Und zwar sind sie eine Funktion, die sich zwei Argumente aus unserem Vektorraum schnappt und die auf die reellen Zahlen abbildet. Und zwar soll das Ganze, wie der Name schon sagt, linear in beiden Argumenten sein, also bilinear. Das heißt, wir können sowohl hier im ersten Argument Linearität anwenden und Vorfaktoren rausziehen, Summen auseinanderziehen und genau das gleiche auch hier im zweiten Argument. Außerdem bezeichnet man eine solche Bilinearform als symmetrisch, falls es egal ist, in welcher Reihenfolge wir die beiden Vektoren einsetzen, also falls g von v und w gleich g von w und v ist. Oder man bezeichnet sie als alternierend oder auch antisymmetrisch, wenn die Reihenfolge zwar gewissermaßen auch egal ist, aber wir beim Vertauschen noch ein Minuszeichen reinbekommen. So, das ist jetzt erstmal die abstrakte Definition. Wir schauen uns doch direkt mal zwei Beispiele an. Okay, Beispiel Nummer 1. Ich habe ja direkt am Anfang gesagt, dass Bilinearformen so etwas Ähnliches sind wie Skalarprodukte. Tatsächlich ist es so, dass jedes Skalarprodukt auch eine Bilinearform ist. Ein Skalarprodukt muss ja auch linear in beiden Argumenten sein. Nur müssen Skalarprodukte eben noch ein paar weitere Eigenschaften erfüllen, die Bilinearformen im Allgemeinen erstmal nicht haben. Aber das heißt, wenn wir uns zum Beispiel mal als Vektorraum unseren ganz normalen R hoch n angucken, wäre das Standardskalarprodukt auch eine Bilinearform. Denn, wie ist das Standardskalarprodukt nochmal definiert? Naja, für zwei Vektoren v und w, die wir hier wieder als Linearkombination unserer Basisvektoren darstellen können, nochmal zur Erinnerung, wir benutzen die einsteinsche Summenkonvention, dann ist das Standardskalarprodukt einfach so definiert: Wir nehmen jeweils die i-te Komponente von v, multiplizieren wir sie mit der i-ten Komponente von w und dann summieren wir einfach über sämtliche i, also v1 mal w1 plus v2 mal w2 und so weiter. Das Standardskalarprodukt. Okay, dass das Ganze bilinear ist, sieht man ziemlich einfach. Ich habe hier mal als Beispiel angeschrieben, man kann im ersten Argument zum Beispiel Summen auseinanderziehen, denn bei Summen gilt natürlich einfach die Linearität. Und es kommt genau das Richtige raus. Und auch die restlichen Eigenschaften für die Bilinearität sind genauso einfach zu überprüfen. Außerdem ist das Ganze sogar tatsächlich eine symmetrische Bilinearform, denn g von v und w ist ja einfach definiert als diese Summe, aber das vi und das wi sind einfach reelle Zahlen, da gilt die Kommutativität bei der Multiplikation, also können wir es auch genau umgekehrt aufschreiben. Es ist also eine symmetrische Bilinearform. Okay, und Beispiel Nummer 2. Diesmal schauen wir uns konkret den R2 an als Vektorraum und definieren uns unsere Bilinearform folgendermaßen: g von einem Vektor a1, a2 und einem zweiten Vektor b1, b2 soll sein a1 mal b2 minus a2 mal b1. Dass das Ganze wieder bilinear ist, ist auch wieder nicht schwer zu überprüfen, da könnt ihr euch gerne mal selber von überzeugen. Und diesmal haben wir tatsächlich eine alternierende, also antisymmetrische Bilinearform. Denn wenn wir die Argumente mal umgekehrt einsetzen, erst den Vektor b, dann den Vektor a, kommt da genau raus b1 a2 minus b2 a1. Wir können aber ein Minuszeichen ausklammern und bekommen dann wieder genau raus minus je von Vektor a und Vektor b. Also ist es tatsächlich antisymmetrisch. Okay, damit habe ich euch jetzt ein Beispiel für eine symmetrische und eine alternierende Bilinearform gezeigt. Und das mag vielleicht den Eindruck erwecken, dass tatsächlich jede Bilinearform entweder symmetrisch oder antisymmetrisch ist. Aber das ist nicht der Fall. Ganz wichtig. Es gibt auch Bilinearformen, die weder das eine noch das andere sind. Aber was tatsächlich gilt, ist, wir können jede Bilinearform als eine Summe darstellen aus einer symmetrischen und einer alternierenden Bilinearform. Und das könnt ihr vielleicht als kleine Hausaufgabe euch mal selber überlegen, dass das gilt. Dafür als kleinen Tipp, definiert euch das S und das A einfach mal folgendermaßen. Beweist, dass das eine symmetrische und das eine antisymmetrische Bilinearform ist und dass tatsächlich in Summe unsere ursprüngliche Bilinearform rauskommt. Dieser Fakt ist jetzt nicht mehr weiter wichtig für uns, aber vielleicht könnt ihr daran gucken, ob ihr das Ganze schon verstanden habt. Bei der Untersuchung des Dualraums hatten wir gesehen,
dass es oft sehr nützlich ist, mal eine konkrete Basis zu wählen und zu schauen, was macht unser dualer Vektor eigentlich mit diesen Basisvektoren. Und wir haben gesehen, dass er tatsächlich dadurch schon eindeutig bestimmt war. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt auch mal bei der Bilinearform an. Was passiert denn da mit den Basisvektoren? Und in Analogie zu dem, was wir beim Dualraum gemacht haben, definieren wir uns einfach mal. Wir setzen unsere Basisvektoren EI und EJ in unsere Bilinearform ein und die Zahl, die dabei rauskommt, das wird ja auf die reellen Zahlen abgebildet, diese Zahl definieren wir uns als GIJ. Okay, und tatsächlich ist es jetzt so, wenn wir uns zwei beliebige Vektoren V und W aus unserem Vektorraum schnappen und die in unsere Bilinearform einsetzen, naja, die können wir auch wieder als Linearkombination darstellen aus den Basisvektoren. Diese Vorfaktoren sind aber wieder nur reelle Koeffizienten und wir können sie aufgrund der Bilinearität beide vorne rausziehen. Und was noch stehen bleibt, ist genau dieses G von EI und EJ, also unser GIJ. Und das bedeutet jetzt, dass wir auch hier die Bilinearform nur dadurch, was mit den Einheitsvektoren passiert, eindeutig bestimmen können. Okay. Und diese GIJ, die möchten wir jetzt mal gerne zusammenfassen in die sogenannte Gramsche Matrix. Es sind ja jetzt ganz viele reelle Zahlen mit den Indizes I und J, also zum Beispiel G11, G22, G1n, GNn. Und die möchten wir folgendermaßen in die sogenannte Gramsche Matrix zusammenfassen. Okay, das Tolle daran ist jetzt, wenn wir uns mal anschauen, dass G von V und W ist ja wie gesagt VI mal GIJ mal WJ. Aber das ist tatsächlich einfach die Indexschreibweise für folgende Matrix-Vektor-Multiplikation. Und zwar nehmen wir den Zeilenvektor, also den transponierten Vektor V, multiplizieren ihn von links an diese Gramsche Matrix dran und dann multiplizieren wir von rechts noch den Vektor W als Spaltenvektor dran. Und da kommt tatsächlich genau das raus, was wir hier in Indexschreibweise stehen hatten. Falls ihr mir das nicht glaubt, pausiert gerne mal kurz und überlegt euch das. Aber ihr werdet sehen, dass genau das Richtige rauskommt. Tatsächlich können wir auch hier den Spieß wieder umdrehen. Und zwar könnten wir einfach starten mit einer beliebigen n-Kreuz-n-Matrix G. Wir vergessen, dass wir schon eine Bilinearform hatten. Wir starten einfach mit einer beliebigen Matrix. Und dann definieren wir uns unser G von V und W einfach auf genau diese Art und Weise. Wir nehmen das V als Zeilenvektor, multiplizieren es an die Gramsche Matrix, also an die Matrix G ran und multiplizieren dann von rechts noch den Vektor W dran. Und tatsächlich auf diese Art und Weise bekommen wir dann auch wieder eine Bilinearform. Also wir können sowohl starten mit einer Bilinearform und bekommen dann die Gramsche Matrix raus oder umgekehrt, wir starten mit einer solchen Matrix und bekommen dann eine Bilinearform raus. Also durch eine Basiswahl bekommen wir eben eine feste Zuordnung zwischen der Bilinearform G und ihrer Gramschen Matrix. Aber das erlaubt es uns jetzt, unser Wissen, was wir über Bilinearformen haben, auf Matrizen zu übertragen, aber vor allem auch umgekehrt. Wir können die Matrizen untersuchen, die Gramsche Matrix, und dadurch Dinge über die Bilinearform lernen. Und das ist wirklich nützlich. Wie man zum Beispiel hier ansehen kann. Wir starten mal mit einer symmetrischen Bilinearform G und schauen uns an, wie sehen denn jetzt diese Komponenten G, I, J aus. Wir haben sie definiert folgendermaßen. G, I, J ist gleich G von E, I und E, J. Aber dadurch, dass das jetzt symmetrisch ist, können wir die beiden noch einfach tauschen. Aber das ist jetzt nicht mehr G, I, J, sondern eben G, J, I. Das bedeutet aber, GIJ ist gleich GJI. Die Gramsche Matrix ist also eine symmetrische Matrix. Wenn wir sie transponieren, also an der Hauptdiagonale spiegeln, ist es immer noch genau die gleiche Matrix. Und auch umgekehrt, wenn wir mit einer symmetrischen Matrix starten, dann bekommen wir auf diese Art und Weise hier eine symmetrische Bilinearform. Und das Gleiche gilt auch für alternierende Bilinearformen. Eine Bilinearform G ist genau dann alternierend, wenn ihre Gramsche Matrix antisymmetrisch ist. Das heißt, um zu gucken, ob eine Bilinearform alternierend oder symmetrisch ist, müssen wir nur diese Gramsche Matrix untersuchen,
was eben häufig viel, viel einfacher ist. Das kann man auch nochmal in unseren Beispielen ganz gut sehen. Als erstes hatten wir das Standard-Skalarprodukt und wie sieht da die Gramm'sche Matrix aus? Naja, ich behaupte, die Gramm'sche Matrix ist in dem Fall einfach unsere Einheitsmatrix, wo nur Einsen auf der Hauptdiagonalen stehen und der Rest ist 0. Denn wenn wir uns das mal angucken, wir multiplizieren den Vektor v als Zeilenvektor von links dran, den Vektor w als Spaltenvektor von rechts. Und ihr könnt euch sehr leicht davon überzeugen, dass da tatsächlich genau das Standard-Skalarprodukt eben rauskommt. Und wie sich hier bestätigt ist, tatsächlich ist die Gramm'sche Matrix, unsere Einheitsmatrix, symmetrisch, wie wir das auch erwartet haben, denn unser Standard-Skalarprodukt ist ja eine symmetrische Bilinearform. Und auch Beispiel 2 bestätigt unsere Überlegungen, denn hier ist unsere Gramm'sche Matrix 0, 1, minus 1, 0. Wenn wir A1, A2 mit dieser Matrix multiplizieren von links und dann noch B von rechts dran multiplizieren, kommt genau das Richtige raus. Könnt ihr euch auch gleich mal kurz von überzeugen. Und diese Gramm'sche Matrix ist eben antisymmetrisch. Wenn wir sie transponieren, bekommen wir noch ein Minuszeichen raus. Also auch hier, die Beobachtung bestätigt unsere Überlegungen. Im Folgenden interessieren wir uns jetzt nur noch für symmetrische Bilinearformen. Und wir kommen jetzt endlich zu dem Grund, den ich euch bisher ja noch verschwiegen habe, warum Bilinearformen überhaupt wichtig für uns sind. Und dafür gucken wir uns mal Folgendes an. Der Name Bilinearform sagt ja schon, dass wir eben zwei Argumente da einsetzen können. Aber nichts hält uns davon ab, dass wir uns erstmal nur ein Argument einsetzen. Also wir schnappen uns einfach mal einen Vektor v und setzen ihn in die erste Komponente der Bilinearform ein. Und die zweite lassen wir erstmal frei. Okay, aber was ist das jetzt, was wir da stehen haben? Wie gesagt, die erste Komponente ist schon blockiert. Das heißt, wir haben nur noch eine lineare Abbildung in dieser zweiten Komponente. Aber das ist jetzt eine lineare Abbildung von v nach r. Und das sollte euch jetzt sehr bekannt vorkommen, denn genau das haben wir die ganze Zeit im ersten Video untersucht, nämlich den Dualraum. Der besteht ja genau aus sämtlichen solchen Abbildungen von Vektorraum v in die reellen Zahlen. Okay, aber das bedeutet, wir bekommen auf diese Art und Weise eine Zuordnung, die jedem Vektor aus unserem ursprünglichen Vektorraum einen dualen Vektor zuordnet, indem wir einfach das v in unsere Bilinearform einsetzen. Das ist doch schon mal schön. Die Frage ist jetzt, geht das Ganze auch umgekehrt? Also ist das Ganze ein Isomorphismus, dass wir auf diese Art und Weise auch umgekehrt jedem Dualvektor einen Vektor zuordnen können? Okay, was brauchen wir dafür? Zum Ersten die Linearität, die ist völlig klar. Wir wissen ja, dass das Ganze in der ersten Komponente linear ist. Wir haben ja schließlich eine Bilinearform. Okay, das heißt, wir müssen nur noch gucken, ist das Ganze bijektiv? Und dafür wende ich mir einen kleinen Trick an, den haben wir schon letztes Mal benutzt. Und zwar, wenn die Dimension der beiden Vektorräume, die wir hier aufeinander abbilden, gleich ist, und das ist in der Tat gegeben, das haben wir beim letzten Mal ja schon bewiesen gehabt, dann reicht es, wenn wir die Injektivität zeigen und damit würde schon automatisch die Bijektivität gelten. Okay, ist das Ganze denn injektiv? Und da muss ich euch leider enttäuschen. Erstmal nein. Wir können ganz einfach ein Gegenbeispiel finden, und zwar die sogenannte Null-Bilinearform, die einfach sämtliche Vektoren v und w auf die Null abbildet. Dass das eine Bilinearform ist, ist recht offensichtlich, könnt ihr ja mal kurz drüber nachdenken. Aber das Problem ist jetzt, das zerstört uns die Injektivität, denn egal welche Vektoren wir da jetzt einsetzen, es kommt Null raus. Damit kann niemals Injektivität gelten, wenn sämtliche Vektoren auf die Null-Bilinearform, auf die Nullabbildung abgebildet werden. Okay, schade. Aber eigentlich ist das ja gar kein Problem. Denn das ist ja das Schöne in der Mathematik. Wenn die Welt nicht genau die Eigenschaften hat, die wir gerne hätten, dann fordern wir sie einfach. Wir können also einfach sagen, okay, ab jetzt soll unsere symmetrische Bilinearform halt immer injektiv sein. Und genau das führt uns nun auf die folgende Definition. Eine symmetrische Bilinearform nennen wir ab jetzt nicht ausgeartet, falls eben genau diese Abbildung injektiv ist. Oder mit anderen Worten, falls für jeden beliebigen Vektor w diese Abbildung gleich 0 ist, dann muss schon v gleich 0 sein. Oder nochmal anders ausgedrückt, wenn wir einen Vektor v haben, der nicht gleich 0 ist, dann muss es auf jeden Fall irgendeinen Vektor w geben, sodass hier nicht die 0 rauskommt. Also es kann nicht sein, dass ein v, was ungleich 0 ist, dass das auf die Nullabbildung abgebildet wird im Dualraum.
Und auch hier wieder gibt es eine Beziehung zur Gramsci'schen Matrix. Und zwar ist unsere Bilinearform G nicht ausgeartet, genau dann, wenn unsere Gramsci'sche Matrix eine Determinante ungleich 0 hat. Und das sollte euch jetzt nicht überraschen, denn eine quadratische Matrix hat ja Determinante ungleich 0, genau dann, wenn sie invertierbar ist. Und eine quadratische Matrix stellt ja zum Beispiel lineare Abbildungen dar, wie diese hier. Wir wollen, dass diese lineare Abbildung hier invertierbar ist, also ist es auch sinnvoll, dass in diesem Fall die Determinante ungleich 0 sein sollte. Ich werde euch das jetzt nicht beweisen, aber der Beweis ist ähnlich einfach wie die bisherigen Beweise, die ich euch so gezeigt habe. Eine symmetrische, nicht ausgeartete Bilinearform schlägt uns jetzt also eine Brücke zwischen unserem ursprünglichen Vektorraum V und seinem Dualraum. Also ein Isomorphismus, eine eindeutige Zuordnung von V nach V-Stern und zurück. Das Besondere ist jetzt aber, wir hatten ja schon einen Isomorphismus gesehen, aber der hing von der Basiswahl konkret ab. Aber wie ihr hier schon erahnen könnt, und darauf gehen wir beim nächsten Mal nochmal genauer ein, ist das jetzt basisunabhängig. Und wie dieser Isomorphismus jetzt konkret aussieht und eben diese Basisunabhängigkeit, darauf gehen wir dann im nächsten Video zur Metrik nochmal genauer ein.